Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir haben hier 4 Fähigkeitspunkte, die wir stecken hier investieren in zwar weniger Schaden beim Fallen, zum Beispiel dann das, dann können wir nämlich den Tiger komplett erledigen. Das ist doch schon mal was Nices. So, hier kann man nichts skillen. Hier können wir noch auch noch nicht rein skillen, genau. Ja, wir haben hier gerade die Typen noch befreit nach der Mission am Ende. Also, ups. Aber der Snapper ist eigentlich recht gut, weil ich glaube, wo sind wir denn? Wir sind da, weil ich manche hier gerade einen Gegner noch gesehen gehabt. Hier müsste sogar noch das Boot stehen, aber hier steht sogar noch das Boot, was wir da hingebracht haben, beziehungsweise gesichert haben. Ich will eigentlich hier hin, weil hier ist nämlich noch ein Poster und ganz viele Kisten. Darauf bin ich gerade scharf. Zack, abgerissen damit. Es gibt nämlich auch nochmal schöne Erfahrungen. Das Punkt hier. Nein, das ist doch nichts. Ach, hier kann man rein. Ah, sieh mal an, hier findet man einfach mal so einen Predator-Bogen. Wie geil ist das denn? Hätten wir uns den damals nicht kaufen müssen, in Anführungszeichen. Hier ist auch noch ein Raketenwerfer. Nettes Lager hier. Auf jeden Fall, hier hat man einige coole Sachen gefunden. Hier ist auch noch eine Kiste, die nehmen wir mit, wenn wir hier rein können. Und die Splättchen nehmen wir auch noch mit. Und hier ist auch noch eine Kiste irgendwo. Die holen wir uns auch noch. Da ist sie. Zack. Wunderbar, wunderbar. So, gut, wir sind jetzt hier. Ich wäre dafür, dass wir Yuma nochmal, dass wir Yuma angreifen eigentlich. Aber wir haben so, wir müssen eh uns nochmal aufrüsten. Da würde ich auch eher sagen, wir reisen hier zurück und Fähigkeiten. Ich habe einen Fähigkeitspunkt, das weiß ich. Und machen den nächsten gehen hier zum nächsten Außenposten von denen. Aber wir reisen erstmal hier zurück und werden erstmal unsere Beutetasche entleeren und so. So, wir quatschen mich nicht mal voll wegen den Bienen. Ja, die Waffe jetzt, das war es auch schon, die Waffe, die wir durch den Tor freigeschaut haben, wir haben es nicht gesagt. Interessant, okay. Gut, so, das haben wir, ja, wir haben keine Weste, ist egal. Freigeschaltet, eigentlich müssten wir mehr haben. Arbeitsholz. So, Muni, schauen wir nochmal eben. Oh, hier ist alles voll, alles klar, wunderbar. Wunderbar, so. Dann holen wir uns doch mal den nächsten Außenposten, würde ich gut behaupten. Na los, ihr kleinen Tiere, lauft weg von mir. So, ich muss irgendwo da hinten hin. Oh, Nashorn rund auch weg. Dies ist ein Hilferuf, unser Außenposten wird angegriffen. An alle Mitglieder des Goldenen Pfads in Reichweite, bitte melden! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Wenn ich nicht immer gegen die Bombe fahren würde. Der Goldene Pfad stellt eine ernste Bedrohung dar. Und Reisen sollte auf das Mögliche beschränkt werden. Feuer frei! Alter Schwede, wo sind die denn alle? Lass sie bloß! What the fuck? Geh ich mal eben, Ich lass dich aus, Blut! Hoppala! Gut, die haben wir schon mal. Oh, hier sind die Verteidigungen echt heavy. Haben wir jetzt alle? Eieiei, das war jetzt heftig. Großartige Kühlquote, hohe XP-Belohnung. Ja, das hohe XP-Belohnung, das soll ich doch gerne. Na, 800 Erfahrung bekommen. Nice. So, erstmal jetzt die ganzen Leute looten natürlich. Kamal Level 5, ja, da will ich auch noch höher kommen auf jeden Fall. Die Pistole hatten wir schon, meine ich. Den kann man... Oh. Ich will den Typen durchsuchen. Jetzt finde ich dämlich, dass sie das auf dieselbe Taste gelegt haben.
Weil wie ihr seht, weil die Waffen liegen ja normalerweise bei den Leichen. Deswegen finde ich das ein bisschen bescheuert, aber nein, egal. So, wir können hier schön die Leute durchsuchen. Hier liegen auch noch einige. Wir machen auf jeden Fall schöne Muni noch dabei. Gib mir Muni. So. So. Der chillt hier schön. So, so, so. War hier noch irgendwo einer? Ne, hier war es anscheinend. Gut, dann würde ich mal sagen, da wir jetzt so schön viel Geld haben, gehen wir eben unser Haus ausbauen. Mal eben schnell. Alles mal eben schnell. Ich sehe schon, die Folge wird wieder ewig lang werden. Aber egal. Ist ja für euch gut, ne? So, gut. Wir machen hier, verkaufen alles. Jawohl. Nachfüllen an Munition bitte einmal kurz. Und jawohl, ja, die Rüstung hole ich mir nicht genau. Ich kann mir jetzt eben noch meine Rüstung holen. Da können wir uns nämlich in den Kampf begeben. So, das mach ich mal eben schnell. Hoppala, jetzt hänge ich hier wieder. So, die Yogi und so müssen machen wir schon mal später. Wenn ich wahrscheinlich alle Außenposten habe, dann werde ich die wahrscheinlich mal machen. Und wir gehen jetzt mal hier hin. So, jawohl, wir würden gerne den Garten kaufen. Da kriegen wir wahrscheinlich schöne Pflänzchen. Hoffe ich zumindest mal. Jawohl, wir kriegen ja wirklich schöne Pflänzchen. Aber keine grünen? Ist das richtig? Ja, keine grünen. Okay. So, wir haben jetzt noch 200. Wir könnten... nehmen wir noch die Koppel hier. Zack. Kann man dann ein Schweinchen da? Ja, aber wir haben Schweinchen und Hühner da. Können wir mal schauen, was uns die Koppel bringt. Weil hier ist ja klar, hier können wir halt ne, Pflanzen ernten und alles. Aber hier, was bringt ihr mir? Bringt ihr mir echt nur, dass ich euch killen kann? Glaube ich nicht. Ja, was müsst ihr mir doch bringen? Und schön aussehen, glaube ich, seid ihr auch nicht da. Aber hier ist nichts. Hier ist nur eine Kiste. Die Tierteile kann ich halt killen. Also was bringt ihr mir? Ich weiß es nicht. Egal, kann man noch eigentlich was kaufen? Mal eben schauen, ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Nee, leider nicht mehr, aber wir brauchen jetzt auch nur noch 300.000, 450.000. Das geht ja noch. Gut, wir haben hier unseren Gyrocopter. Wenn es eigentlich einen Gyrocopter zu nehmen? Nee, eigentlich nicht, um hier rumzufliegen. Jo, was wollte ich? Ich wollte eigentlich einen Außenposten machen. Obwohl, nehmen wir uns den hier einfach mal vor. So, machen wir also querfeld eins einmal komplett quer durch den Norden reisen können. So, ich suche den Ausgang. Der Ausgang ist da. Jetzt. Halt, stopp. Alles kalt, ignorieren die mich. Na gut, egal. Und so. Dann müssen wir uns beeilen zum Außenposten. Sind ja nur, ach ja, 700 Meter. Das klingt echt, 700 Meter klingt ja eigentlich nicht viel weit, ne, und so weiter, aber... Hier ist das echt viel. Vor allem bei so einer Berg- und Talfahrt. Ah, ich muss hier lang. Dann nehme ich mal eben die Abkürzung, was gut gegangen ist. Oh, okay. Hat auch geklappt. Cool. Und so wünsche ich es sogar noch heile. Oh. Ihre Waffen und Ausrüstung sind Eigentum von Paganin. Ach, das... Wow! Sind wir tot? Wir sind tot, scheiße! Alter, da schießt ein Raketenwerfer auf uns. Fuck! Arschgeigen. Oh Mann. Aber wir haben auch mal alles, ne? Jojo. Okay, dann Stern macht einfach einen Restart, oder wie? Soll ich das jetzt so verstehen? Ah, na gut, das ist mir auch recht. Alter, sind die auch okay. Aber Vorsicht. Oh, was kann ich denn dafür, wenn der Zivilist mir vor die Füße fährt, läuft, ey. Meine Güte. So, dann fahren wir hier ein Stück runter und dann... Hier runter. Ui. Soziale Harmonie. Hoppala. Unverzeihliche Sünde. Ja, ich muss fahren. Danke.
Wer dieser Türen Unterschlupf bietet, wird ebenfalls erschossen. In diesen Krisenzeiten ist es Sind hier keine? Lol. Jetzt ist hier keine Straßensperre oder wie? Komisch. Dann fahren wir hier lang. Da ist noch ein Karma-Event, da bin ich noch scheiß Schutz drauf. Hab ich das gerade richtig gesehen? Okay, es sah nur so aus. Ich dachte, eine Schwein würde fliegen. Naja, hier macht er mal den Feind. Ich kill auch hier die ganzen Leute. Aber hier ist oben schon das Plätzchen, was grüne Beton gibt, sehe ich gerade. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Arbeit. Das ist ein Gegner. Da haben die eine Straßensperre gestellt. Nehmen Sie nicht die Leichen gefallener Royal Army mit. Dann steigen wir da mal aus. Greifen zum Granatwerfer, der jetzt übrigens echt cool aussieht. Ups. Mein Gott, ey. Ja, okay, jetzt sind die Leichen weg. Was soll's. Cool, hat mir so ein halbes Rad entgegen, ey. Was haben wir denn da? Ach, das ist ein Affe. Den ich nicht treffe. Ich bin zu doof, um einen Affen zu töten. Oh Mann. Zeit läuft aber auch weg. Egal, lauft ihr weg, ist mir eine Lotte jetzt. Ich brauche den Affen nicht. Ja, wir können hier noch einen Ort zum Entdecken vielleicht. Schön Tiger. Kann ich hier hoch? Nee. Was ist der Tiger? Ich habe da gerade meinen Fauchen gehört. Da bin ich schon wieder auf. Anscheinend. Egal, so, ich wollte noch mehr Fähigkeitspunkte. Zwei Stück haben wir, wir brauchen aber vier. Doof natürlich. Hier könnten wir was gehen. Was haben wir denn? Fokusspritze. Ne, da brauchen wir erstmal nicht. Och ja, nehmen wir mal hier ein bisschen grünes Gras mit. Wo ist denn der Außenposten? Der ist da oben auf dem Berg. Alles klar. Können wir irgendwie hoch? Ne, können wir nicht. Okay, na, weil es natürlich doof, dass ich jetzt den ganzen Weg laufen muss, aber füllen wir halt die Folge mit, ne? Ah, hier sind wir schon da. Kann ich den wegmachen? Ach, das ist gar keiner. Wir gehen einfach jetzt brutal hier rein. Vielleicht kriegen wir es ja unentdeckt so geregelt. Und so nicht. Okay. Die Dicken kann man nicht so einfach töten. Schau mal hier. Gewinnt die Schlacht, gewinnt den Krieg! Haben die mich jetzt gesehen? Hallo? Alter! Krasse Sache, was hält der Typ denn aus? Ja, der geht natürlich instant down, ne? Gut, ist down. Sind in 30 Sekunden da! Weißt du überhaupt, wie man damit fliegt? Schön. Oh, ja. Ja. Wir kommen von Norden! Das Norden, das Norden. So, hier der geht. Alter, wieso? Alter, hab ich schon jemanden zerfetzt? Und jetzt einfach noch im Heli an. Ich hab ihn auch voll getroffen. Vorrücken!
kannst wahrscheinlich, du sollst wahrscheinlich nicht treffen können. So. Zack. Haben wir den Auspass noch erledigt. Boah, das war jetzt ein Akt. Aber egal, was soll's. Wir haben es geschafft. War doch noch ein bisschen actionreichiger. So, so müssen wir das also. Keine Scharfschützen mehr. Der Feind hat das Gold in Shikapur gelagert, bevor es aus der Provinz gebracht wurde. Hm. Hoffentlich ist noch was davon da. Wenn der Krieg jemals endet, schwöre ich, dass ich nie wieder Lebensmittel verschwende. Das ist doch mal eine schöne Sache. Lebensmittel sollte man nicht verschwenden. So. Da ist ja irgendwas getötet worden. Bestimmt, da war noch irgendwo ein Tiger. Den wollte ich auch noch eben schauen gleich. So. Dann lauf halt weg, Tiger. Ist mir gerade Latte, die. Ich glaube, das hier bringt nämlich mehr Geld. Nein. Sehen wir den noch? Den sehen wir sogar noch. Interessant, interessant. So. Ich würde ja das Huhn essen, aber dann gibt's keine Eier mehr. Der Feind hat das Gold in Shikapur gelagert, bevor es aus der Provinz gebracht wurde. Ja. Okay, der Tiger ist jetzt weg. Gut, dann können wir uns ja hier weiter umsehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier oben noch einen jemanden gibt. Beziehungsweise. Stimmt, hier müssten eigentlich noch die Leichen von den Helikoptertypen und so weiter rumfliegen. Oder nicht? Naja, das soll jetzt auf jeden Fall müsste hier noch einer sein. Okay, ist nur so ein Sniper. Boom, kaputt. Gut, gut, da ist noch einer, den wir durchsuchen können. Das machen wir natürlich auch. So. Was war's dann? Was war's, wie es scheint? Gut. Ich habe ja alles markiert. So, weg. Jetzt müssen wir noch da oben anscheinend. Ist da noch ein Poster. Und hier haben wir die Katze. Okay, jetzt kommen wir zurück. Müssen wir ein bisschen zurückgehen. Jawohl, erledigt. Wir wollen ja schließlich nicht sterben, ne? So, ich habe mal eine Spritze rein. Zack. Achso, hier ist ein Holzgitter. Ich würde sagen, warum kann ich mich denn jetzt schon wieder nicht bewegen? So, ich suche mal eben schnell. Ah, hier ist der Typ. Den wir gekillt hatten. Wo ist das Plakat? Bin ich irgendwie blöd? Ach, da ist es. Ah, ist kaputt. Noch 14 bis zur nächsten Belohnung, okay. Ist ja nicht viel. Hallo. Ist hier irgendwas? Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ich gehöre nicht hierher. Ich glaube, die Leute haben schon ohne Grund im Grund hier hingesetzt. Ja, 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 wir haben den falschen Sangsale. Okay, so. So. Ich fahre dann wieder 170.000. 170.000, das heißt, wir können wieder was Schönes ausbauen. Hier bei unserem Haus. Machen wir mal eben schnell noch. Was können wir uns eine Rüstung holen? Hier hin. Und dann einmal die Rüstung, bitte. Ich weiß nicht, was wir jetzt das haben, um ein paar Sachen zu kriegen oder wie. Ich weiß es nicht. So, und wir können uns... Ah, schade, für den reicht nicht ganz. Innenbeleuchtung. Schwarzbrenner, Kids. Aha, was ist das? Oder Innenbeleuchtung, nehmen wir das. Vielleicht bringt uns das ja was. Schauen wir doch mal. Und jetzt haben wir hinter unserem Haus im Ort stehen. Das wir anscheinend auch benutzen können. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Ja, da kann man mit am Leuchten.
Ach, Molotow-Cocktails haben wir hier, alles klar. Aber die brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Und cool, so können wir uns echt langsam komplett ausrüsten. Ah, hier sind ja auch grüne Pflanzen, das ist ja cool. Wie sieht es denn überhaupt mit Spritzen aus? Da können wir herstellen. Herstellen. Fokusspritze machen wir noch ein paar. Stimmen hier noch her. So, nehmen will ich natürlich keine. So, dann nehmen wir uns einfach mal die ganzen Butter mit. Das sind so ein Gätchen. Wir kriegen auch immer schön doppelte. Zack. Wir sollten ja auch immer wieder neu spawnen, denke ich mal, oder? So. So, das war's jetzt. Okay. Dann gehen wir nochmal eben auf die Spritzen. Da kann man noch herstellen, da kann man noch herstellen. Dann stellen wir noch her. Wird dann aber Maximum an Spritzen gemacht. Und haben so noch was übrig. Wunderschön. So, wir reisen. Wo reisen wir hin? Reisen wir jetzt erstmal durch die ganze Walachei. Wir sagen, nehmen wir uns jetzt den Punkt und wir reisen uns mal wieder hin. Das machen wir dann in der nächsten Folge, nämlich. Deswegen sage ich euch auf jeden Fall mal, haut rein, ciao, bis gleich.